Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen, hat einmal die Bundeskanzlerin gesagt. Am Donnerstag kam der FDP-Chef Rainer Brüderle in die Landeshauptstadt, um die Wahlversprechen seiner Partei kundzutun. Kein gesetzlicher Mindestlohn, keine Reichenbesteuerung, kein Soli. Nicht überall finden diese Thesen Zuspruch, vor allem im Osten Deutschlands nicht. Auch beim Gastgeber, dem Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin, waren die Meinungen geteilt. Dies aber ließ Rainer Brüderle unbeeindruckt. Klar und deutlich beanspruchte der Hauptliberale die Toleranzgrenze des einen oder anderen seiner politischen Opponenten. Mit Auslaufen des Solidarpakts ist die Grundlage dafür auch weggefallen, weil wir gesagt haben, von Helmut Kohl bis Theo Weigel, das ist die Finanzierung, um auch diese Solidarität über des Solidarpakts finanzieren zu können. Wenn er beendet ist 2019, ist die Geschäftsgrundlage dafür weg. Und heute schon so, ist nur ein Teil dieses Aufkommens, das ja nicht spezifisch für die neuen Bundesländer ist, in neue Bundesländer fließt. Auch hier muss er gezahlt werden dafür. Deshalb ist es logisch, wenn eine Maßnahme dann einen Abschluss gefunden haben. Das ist kein Ausstieg aus der Solidarität. Es gibt weiter Länderfinanzausgleich, es gibt weiter Unterstützungsmöglichkeiten. Aber die Redlichkeit erfordert auch, wenn man eine solche Maßnahme macht, dass man sie irgendwann auch beendet. Die Mitglieder des Unternehmerverbandes und geladene Gäste hatten anschließend genügend Zeit, um sämtliche Inhalte des Vortrags auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht auch dafür hat sie die VR-Bank auf eine Sonderfahrt auf dem Schweriner See entführt. Gleich geriet eines der begehrten FDP-Ideale unter Beschuss. Menschen, die die ganze Woche voll arbeiten, müssen am Monatsende von ihrer Arbeit leben können. Sie müssen nicht aufstocken gehen müssen. Die bisherigen Regelungen führen dazu, dass Menschen prekär beschäftigt werden. Und das wollen wir abschaffen. Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 ist der Einstieg. Der ist nicht die endgültige Grenze. Und die SPD hat auch nichts dagegen, wenn Tarifpartner einen höheren gesetzlichen Mindestlohn vereinbaren. Wir meinen aber gemeinsam mit den Gewerkschaften, dass 8,50 jetzt vereinbart werden kann. Und das wollen wir erreichen. Die Unternehmer der Region setzen klare Erwartungen an die Politik. Der wirtschaftliche Aufschwung in MV soll aufrechterhalten bleiben. Dies war der rote Faden der meisten Gespräche. Das geht in die Richtung Mittelstandsförderung, das geht in die Richtung Kostenreduzierung. Da denke ich insbesondere an die Kosten, die uns mit der Energiewende auferlegt wurden. Also es ist ja von der Politik auch angekündigt worden, dass das Erneuerbare Energiengesetz verändert werden soll. Das ist auch dringend erforderlich. Da geht es auch um Bürokratieabbau, ein Thema, was uns immer umtreibt, was erstaunlicherweise in diesem Wahlkampf nicht so die Rolle spielt. Da geht es aber auch, sagen wir mal, um Steuererhöhungsvermeidung. Das ist ja auch etwas, wo die Parteien durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Wir hoffen einfach, dass es eine mittelstandsfreundlichere Politik gibt. Das ist uns in den letzten Jahren recht gut gelungen, aber dass wir zukünftig stehen Herausforderungen an, wo wir durchaus auch Lösungen erwarten. Back to the Roots. Unter diesem Motto veranstaltete die VR-Bank die Seefahrt des Unternehmerverbandes. Die Idee dahinter? Zurück zu jenen Geschäftsmodellen, die dem Gemeinwohl vor Ort dienen. Im Bankensektor hat dies natürlich eine ganz spezielle Bedeutung. Ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass die regionalen Banken eben ja wirklich regionale Geschäftsmodelle haben, dass wir das Geld in der Region einsammeln und wieder in der Region als Kredite vergeben. Und von daher ist es sicherlich politisch auch gefordert, dass es differenziert wird zwischen Banken, die international agieren, eben auch in risikoreiche Anlagen international gehen, oder in Banken, die ein regionales Geschäftsmodell haben, was die Regionen und die Örtlichkeiten eben entsprechend unterstützt. Mehr Freiheit für mehr Bürger. Diese Wahlkampfthese hat Rainer Brüderle in seinem Vortrag mehrfach betont. Braucht Deutschland tatsächlich mehr Freiheit? Ein weiteres recht komplexes Diskussionsthema. Wir brauchen in jedem Fall mehr Freiheit insofern, oder müssen mindestens den Stand erhalten, damit nicht alles zu sehr in vorgefertigte Schemata gerückt wird. Damit meine ich genau, dass jeder sehr, sehr viele Ideen hat. Und diese Ideen, die muss man einbringen dürfen. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Dass nicht, egal im Alltag, dass man sagt, ja, das ist da schon ausprobiert worden oder das darf so nicht sein, weil wir das so nicht kennen. Gerade in diesen Zeiten, das merken wir auch im Bereich der Medien, dass es wahnsinnig viel Veränderungen gibt. Und auf uns kommen Dinge zu, wo wir heute noch gar nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Aber dafür müssen wir offen sein. Freiheit ohne Kultur ist undenkbar. Doch der Kulturerhalt braucht Geld und einen klaren politischen Willen. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, wo es an manchen Stellen tatsächlich brennt.
Wir wissen doch alle, dass in Mecklenburg-Vorpommern 20 Jahre Theaterpolitik nicht gemacht wurde. Dies nehme ich wirklich positiv zur Kenntnis, dass man jetzt mal gesagt hat, wir müssen ein Problem regeln nach 20 Jahren und dass so ein Prozess schwierig ist, das muss man auch einfach sehen. Also das sehe ich jetzt relativ entspannt. Mal sehen, was daraus rauskommt. Und alle müssen sich daran beteiligen. Gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass aufgrund der Nichtdurchsetzbarkeit aller Beschlüsse dann gesagt werden muss, okay, dann müssen wir doch Insolvenz anmelden, weil ich dich gut finde. Und es ist ein Schwert, was über den Theaterleuten hängt, womit die auch schwer umgehen können und schwer arbeiten können. Nach dem 22. September muss also einiges auf den Prüfstand gestellt werden. Vielleicht die eine oder andere Route der großen Zukunftstour Deutschlands. Doch hoffentlich nicht die Fahrtauglichkeit des Bootes selbst. Denn darin sitzen wohl alle, von liberal bis links.